Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zurück hier bei Pokémon Ultrasonne, wo wir gegen Myla gewonnen haben, was hier tatsächlich auch ganz cool ist. Und jetzt sollen wir zum Hano-Hano-Resort, wenn ich mich nicht ganz täusche, ist das zumindest das, was unser Pokédex uns eben gerade gesagt hat, bevor ich hier die Aufnahme gestartet habe. Ich müsste mal schauen, ich müsste da ja, glaube ich, eigentlich hinfliegen können. Ich guck gerade einfach mal, Moment, nee, so nicht. Tauros. Alola, Dings da. Ah, Route 9, sehr schön. Uns wird ja hier sogar angezeigt, quasi, wo wir hin müssen. Hano Hano Resort, ja, mal gucken, wo wir denn. Sollen wir da irgendwo hinfliegen? Avenue Royal. Pokémon Center. Kantai City, kann man von da aus dahin? Ich glaube, da ist eine Straße eingezeigt. Moment, ich kann auf Y, kann ich zoomen oder sowas? Wenn ich da hinfliege, dann kann ich, glaube ich, hier lang gehen, ne? Das sieht halbwegs richtig aus. Dann fliegen wir doch einfach mal dahin. Dann können wir auch direkt zum Pokémon Center. Nämlich, so. Hui, ab dafür. Sehr schön. Muss man gerade auch gucken, wie es unserem Pokémon überhaupt geht. Ob die noch halbwegs. Denen geht's nicht so gut. Also, das Pokémon Center ist, glaube ich, gar nicht so. Der falsche Ansatz. So, guten Tag. Willkommen im Pokémon Center. Sollen wir deine Pokémon wieder fit machen? Aber ja, bitte doch. Okay, dann nehme ich deine Pokémon für einen kurzen Moment in meine Obhut. Mach das, meine Liebe. Und, dann mach sie bitte wieder fit. Unser Team sieht schon echt cool aus. Vielen Dank für deine Geduld. Deine Pokémon sind wieder topfit. Bitte beehre uns bald wieder. Das werden wir bestimmt tun, aber nicht jetzt. Ne, so, dann können wir ja jetzt hier lang. Ich glaube, hier kamen wir vorher überhaupt nicht lang oder so. War das nicht da, wo der Typ, ne, die Straße versperrt? Das war, glaube ich, woanders, oder? Ach, ich weiß es doch nicht. So, wir gehen jetzt auf jeden Fall hier runter. Hano Hano Resort. Ich bin immer auf der Suche nach Spaß. Vielleicht sollte ich noch eine Inselwanderschaft machen. Das war ein unvergessliches Erlebnis. Ja, das, glaube ich auch. Hallo. Schnell, die Trauung fängt gleich an. Möchtest du an der Zeremonie teilnehmen? Ja. Großartig, es geht gleich los. Hier kommt das glückliche Paar, die Braut und der Bräutigam. Oh, tam, tam, tada, tam, tam, tada. Pika, Pika, Pikachu. Schmacht. Die beiden sind ein traumhaftes Paar, findest du nicht? Meine kleine Pikami. Und seid immer nett zueinander. So, du darfst die Braut nun küssen. Pika! Pika! Tschu! Herzlichen Glückwunsch! Ein Hoch auf das glückliche Brautpaar! Oh Gott, wie niedlich! Hehe, wie fandest du unsere Vorstellung? Hochzeiten sind unsere Spezialität. Das ist mein kleines Dankeschön dafür, dass du mitgemacht hast. Du erhältst das Item Rosenrauch. Rosenrauch wurde in der Itemstasche verstaut. Yay! Okay, cool. Wow, da fliegt ein Pilippa. Ich will auch mal im Schnabel von Pilippa herumgetragen werden. Bitte was? Ist dieses Pilippa ein wildes Pokémon oder gehört es zu jemandem im Hotel? In Alola haben sich Menschen aus aller Welt niedergelassen, weshalb man hier auch ganz viele verschiedene Baustile vorfindet. Auch das ist bestimmt, Huch. Ah, kneif ich mir eben einer, wenn das nicht der berühmte Filmstar Schubert ist. Okay. Die Fans sind nach deinem letzten Film alle völlig aus dem Häuschen, Schubert. Und wie man sehen kann, stimmen die Gerüchte, also dass du dich in Alola aufhältst. Wie verläuft die Auszeit vom Trubel der Filmbranche bisher? Und was genau führt dich nach Alola?
Ich möchte Sie höflich bitten, Herrn Schuberts Privatsphäre zu respektieren. Er ist gerade im Urlaub und steht für Interviews nicht zur Verfügung. Ja, aber seine Fans warten händeringend auf Einzelheiten aus Schuberts Privatleben. Sie haben ein Recht darauf. Und ich bitte Sie jetzt zu gehen. Schu? Einschreiten. Wollen wir mal einschreiten? Ich habe Angst, nicht, dass da irgendwas passiert. Ah. Ja, komm. Willst du etwa auch ein Interview? Schmink dir das ab, kapiert? Das wird meine Exklusiv-Story. Du bist jetzt erstmal exklusiv eins auf dem Poppes. Reporterin Miranda fordert dich heraus. Ja, dann komm doch mal her. Oh Gott, auch noch ein Mittag. Nein. Es geht los, Silvaro. Du schaffst das. Jupp, wir schaffen das. So, Kampf. Da müssen wir jetzt mal gucken. Ich weiß gar nicht mehr ganz genau. Oder wollen wir dem einfach... Ach komm, wir geben dem einfach mal direkt vollends auf die Mütze. Brillante Blütenpracht. Und warum? Weil wir es können. Silvaro hüllt sich in Z-Kraft. Silvaro nimmt all seine Kraft zusammen und setzt eine Z-Attacke ein. Metang setzt Walzer ein. Ich hasse Walzer. So, dann nehmen wir jetzt noch das Rasierblatt. Und dann hat sich das ausgemiltankt. Silvaro erhält EP und der Rest auch. Und Zoroark erreicht Level 31. FM erreicht Level 26. Und Miranda wurde besiegt. Wenn du mich schon nicht gewinnen lässt, könntest du mir doch zumindest mal eine Exklusivstory gönnen. Nein. Und schon wieder wird die Pressefreiheit mit Füßen getreten. Danke, dass du uns in dieser zugegebenermaßen etwas unangenehmen Situation geholfen hast. Tschu! Offenbar möchte sich Herr Schubert ebenfalls bei dir für deine Hilfe bedanken. Tschu! Wie bitte? Sind Sie sich auch ganz sicher? Gewiss doch, wie Sie wünschen. Dies ist eine kleine Aufmerksamkeit von Herr Schubert für dich. Bitte sehr. Du erhältst den Z-Kristall, Pikachium Z. Pikachium Z wurde in der Z-Kristalltasche verstaut. Jetzt hätte ich gerne Pikachu. Bitte setze ihn weise ein. Pikachu! Tschu, 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 tschu! Oh, ich verstehe. Das ist also die Pose für den Einsatz des Pikachium Z. Vortrefflich, Herr Schubert. Einfach wunderbar. Tschu! Der ist total niedlich. Ich möchte auch so ein Pikachu haben. Ah, cool. Hier geht's zu einem Strand, wenn ich das richtig auf der Karte deute. Ach, ist ja cool. Klebt hier zufällig irgendwo so ein Sticker an der Wand oder so? Nein? Okay. Dass ich hier so gepflegt fahrlässig kann, verdanke ich meinem Nebenjob. Wenn du auch nach einem entspannten Job suchst, kann ich dir das Gufferschleudern am Strand empfehlen. Okay. Wäre dann wahrscheinlich das da vorne. Als ob hier nirgendwo ein Item liegt. Ich muss... Willst du kämpfen? Ich bin ein Wassermann, hm? Nein, nicht vom Sternzeichen, sondern weil ich das Meer so mag. Bei den Badegästen hier handelt es sich übrigens durchweg um kampflustige Trainer. Nimm dich also lieber in Acht. Okay. Als ob hier nichts liegt. Ich glaube, ich muss mal... ich muss mal irgendwie mit Bispark hier rumsuchen. Als ob hier nichts irgendwo rumliegt. Oh. Da? Hier irgendwo? Oh Gott, da war doch gerade was. Da. Ein Sprudel. Yay! Medizintasche, ja. So, dann gehe ich hier mal gerade noch weiter. Eine Perle. Ich wollte gerade sagen, das sieht mir hier irgendwie zu... Das sieht auffällig, unauffällig aus hier alles. So, ich rödel dann mal noch hier weiter, nach hier hinten in die Ecke. Ein Herzschuppe. Die Sandburg da.
Oh, ich glaube, da ist ein Guffer. Noch eine Herzschuppe. Okay, jetzt, das reicht jetzt aber auch. Ich rede mal mit dem Typen hier. Hier, das ist für dich. Random. Du erhältst das Item Sprudel. Sprudel wurde in der Medizintasche verstaut. Besonders am Strand sollte man dafür sorgen, dass man immer gut hydriert ist. Sankabu starte ich an. Was möchtest du tun? Nach rechts drehen. Fragezeichen? Yay! Ich will eigentlich den Sticker aufheben. Möchte mehr mit dir spielen. Kuckuckspiel. Was möchtest du? Ja, ich müsste jetzt eigentlich mich verabschieden. Yay! Haben wir noch einen Herrschersticker? Sind hier jetzt eigentlich die Guffas drin oder was ist da? Oder was ist hier im Strand? Oh, auch ein Sankabu. Okay, ich weiß gar nicht, was Sankabu für ein Pokémon ist, ehrlich gesagt. Ich weiß nur, dass wir über kurz oder lang irgendwann mal ein Boden-Pokémon bräuchten. Ich guck mal gerade nebenbei nach. Sankabu ist tatsächlich sogar Geist und Boden. Wäre also eigentlich gar nicht so verkehrt. Felinara erreicht Level 28. Yay! So, was haben wir hier im Boden? Das ist noch ein Sankabu. Tatsache. Das hat eine Schaufel im Kopf, ne? Das ist halt schon irgendwie cool. Wehrt die Attacke ab, ey! Oh, ich dachte, ich könnte gerade gähnen, während wir das hier kaputt machen, aber scheinbar nicht. Na, immerhin. Sankabu wurde besiegt. Sehr schön. Finion erreicht Level 26. Liebreiz soll eine andere Attacke... Nee, ich glaube, Liebreiz war nicht so geil. Ich glaube, Finion entwickelt sich leider auch erst sehr, 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 sehr spät. Ein Bannsticker. Tool. Es freut sich voll, nur weil wir da vorbeigerannt sind. Das ist total süß. So, hallo. Glänzender Schweiß, glitschiger Schleim, das macht den Hanohano-Strand aus. Hey, wir suchen dringend noch neue Gufferschleuderer. Hast du vielleicht Interesse an einem Nebenjob? Was genau muss ich da machen? Ich bin Rettungsschwimmer am Hanohano-Strand und damit verantwortlich für das Wohlergehen unserer Gäste. Die Sache ist die, wir haben hier ein kleines Gufferproblem. Ich weiß zwar nicht warum, aber sie werden in Scharen an den Strand gespült, doch können wir sie nicht einfach liegen lassen. Nicht nur, dass die Guffer austrocknen würden, Badegäste könnten aus Versehen noch drauftreten und sich wehtun. Es muss sie also jemand wieder zurück ins Meer schleudern, ganz einfach. Ich erkläre dir meinen Stichpunkten, wie diese Arbeit vonstatten geht, okay? Schritt 1, ein Guffer fangen. Schritt 2, das Guffer ins Meer schleudern. Schritt 3, mir Bescheid sagen, wenn du alle Guffer zurück ins Meer geschleudert hast. Also, was meinst du? Möchtest du dir als Gufferschleuderer ein bisschen was dazu verdienen? Ja klar, warum denn nicht? Dann mach dich mal daran, all die Guffer am Strand wieder ins Meer zurück zu befördern. Okay, sieht so aus, als tummeln sich hier momentan 6 Guffer. Okay, dann gucken wir doch mal. Da ist ein Guffer. Fahr! Ist das Guffer zurück ins Meer geworfen. Oh, Guffer sind so süß. Da hinten sitzt auch noch eins. Guffer! Plopp. Das wären dann schon mal 2. Als ob das nicht selber zurückkommt. Das sitzt sogar noch halb ins Wasser. Das sitzt halb ins Wasser vor allem. So, dann haben wir hier Nummer 4. Yay. Hinten, das müsste ja eigentlich auch noch dazu zählen, ne? Uff, ist das ein Shiny? Ach nee, das saß nur unter Wasser, okay. So. Oh,
Und das letzte. Schön. So, dann müssen wir jetzt zu dem Typen. Das ist so süß. Ah, schön. Hallo, ich bin fertig. Bravo, du bist ja schon fertig. Du hast alle Guffer am Strand wieder zurück ins Meer befördert. Und damit ist der Strand wieder sicher. Und die Guffer selbstverständlich auch. Ein gutes Gefühl. Wirklich gut gemacht. Du hast echt ein Händchen fürs Kufferschleudern. Hier ist dein Lohn. Nur zu, du hast ihn dir recht verdient. Du hältst 20.000 Poké-Dollar. Geil. Man muss dazu sagen, wir können sie so oft ins Meer zurückschleudern, wie wir wollen. Am nächsten Tag sind sie trotzdem wieder da. Wenn dir also langweilig ist, kannst du jederzeit vorbeikommen. Ich habe immer Arbeit für dich. Alles klar. So, ich glaube, wir können dann jetzt aber auch mal hoch, weil es sah nicht so aus, als gäbe es hier am Strand. Beziehungsweise, Moment. Oh, ich bin schon wieder am Game. Das ist schrecklich und es tut mir leid. Nee, falscher Knopf. Moment, falsch. Zurück. War das so? Ja. Gucken wir mal, ob es hier noch Trainer gibt, die vielleicht kämpfen wollen. Ja, Tatsache, weil dann können wir hier noch ein bisschen trainieren. So, ich sag mal, gegen Wasser-Pokémon sollten wir ja doch, ganz gut ankommen eigentlich. Und sie setzt sogar einen Guffer ein. Mensch. Bleibt Guffer eigentlich Guffer oder entwickelt sich das? Das muss ich mal gerade nachgucken. Guffer bleibt Guffer. Okay. Gut. Dann guffert das halt so rum. Das ist sehr effektiv. Weiter so. Ein Bodyguard. Ja, mach das doch. Wird von einem Schleier umhüllt. Ja, dann schmeißen wir trotzdem noch ein paar Blätter und dann sollte es das trotzdem gewesen sein, denke ich mal. Richtig. Ein Volltreffer. Magenkrempler von Guffer wirkt. Okay. Oh Gott, was war das denn? Oh, das gibt sogar dick Erfahrung eigentlich. Schön. Da unten war auch noch ein Item. Du findest das Item Gegengift, Mensch. So, dann müssen wir mal schauen. Da vorne ist auch noch jemand. Hallo, ich bin mit meinem Lapras auf einmal hinter dir. Mal gucken, was der so dabei hat. Ach Gottchen. Auch wieder nur ein Pokémon. Oh, aber ein Gyarados. Das ist gar nicht so verkehrt tatsächlich. Sieht so klein aus da im Vergleich zu ihm. Bedroher von Gyarados wirkt. Ja, mach doch mal. Rasierblatt, bitte. Er setzt Biss ein. Ja, mach das doch mal. Das könnte sogar halbwegs wirksam sein. Ne? Dann nehmen wir aber trotzdem nochmal Rasierblatt. Ein Silberblick, ja gut, ich glaube, den können wir verkraften. Verteidigung sinkt, das macht nichts. Wir sind ja eher am Zug und wenn wir Glück haben, war es das jetzt auch mit Gyarados. Jupp, Tatsache. Okay, kein anderer macht auch ein Level ab. Aber es ist schön, wenn wir jetzt gerade hier so viel, so viel EP kriegen, dann sind wir wenigstens ordentlich ausgerüstet, was die Level und so angeht. So, hier, du möchtest doch bestimmt auch kämpfen, oder? Ich habe Stunden damit verbracht, diesen Bikini auszuwählen. Hoffentlich macht sich das im Kampf bezahlt. Schauen wir mal. Schwimmerin Nami fordert dich heraus. War das eben auch eine Schwimmerin? Sehen die tatsächlich unterschiedlich aus? Ist cool. Ein Goldini. Das machen wir mal platt. Ja, lief ganz gut. Goldini sah auch immer so ein bisschen komisch aus, fand ich. Früher in der Pokémon-Serie mochte ich das nicht. Da fand ich, ich wollte gerade sagen, da fand ich Sterndu immer cooler.
So von Mislis Pokémon. Den Sternu mochte ich immer und sie hatte noch ein Sepa, das mochte ich auch immer. Oh, wir machen ja auch schon wieder ein Level Up. Das ist auch ganz nett. Sehr gut, dann gucken wir noch hier. Jo, da ist auch wieder ein Schwimmer. Hallo. Bei denen kann man immer so richtig nah dran schwimmen, bevor die das checken, dass man da ist, ne? Schwimmer Alberto fordert dich heraus. Schwimmer Alberto, was hast du denn dabei? Ein Barschuft. Der sieht mal so böse aus. So, hauen wir auch einfach mal ganz entspannt mit Rasierblatt drauf. Ist es eigentlich, wie ist das eigentlich, wenn wir ein weibliches Goldini haben und sich das dann zu Goldking entwickelt? Gibt es weibliche Goldkings? Gibt es männliche Goldinis? Sachen, mit denen ich mich noch nie vorher beschäftigt habe, aber... nee, weiterkämpfen bitte. Es ist ja sowieso voll komisch eigentlich, wenn sich ein recht weibliches Pokémon zu einem männlichen Pokémon entwickelt. Und jetzt weiß ich auch aber auch gar nicht, ob es... wechselt das dann bei der Entwicklung das Geschlecht? Hat das überhaupt ein Geschlecht? Ich weiß es nicht. Das ist alles komisch. Ruheort. Können wir mal gerade schauen. Anwender landet und ruht sich aus. KP des Anwenders werden um 50% der maximalen KP aufgefüllt. Zurück zur Attackenauswahl. Nee, lassen wir mal. Bekannte Attacken behalten, bitte. Schwimmer Alberto wurde besiegt. Hey! So, mal gucken, ob wir jetzt noch irgendwas da haben. Oder liegt ein Item rum? Huch. Dann heben wir das doch mal auf. Ein Schattenglas. Was auch immer mir das bringt. Moment, ich bin nicht nah genug am Wasser. So, dann müssen wir gerade noch mal schauen, ob hier noch irgendwer ist. Ja, Tatsache, da hinten. Hallo. Mir ist langweilig. Hilfst du mir, die Zeit totzuschlagen? Könnt ihr jetzt einen Witz damit machen, so nach dem Motto, ich helfe dir, dich totzuschlagen. Aber das ist ein bisschen böse, glaube ich. Ein Pilipper. Ich glaube, damit kommen wir klar. Niesel von Pilipper wirkt. Ja, Mensch. Dann werden wir wenigstens noch gegossen nebenbei. Unsere Rasierblatt-APs sehen auch nicht mehr so ganz fit aus. Aber hey. In Weißnebel hat er sich gehüllt. Ja, das ist dann halt so. Wir setzen trotzdem Rasierblatt ein. Und noch bevor er irgendwas Wirksames machen konnte. Ist er auch schon weg. Zoroark erreicht Level 32. Finion erreicht Level 27. Belinara erreicht Level 29. Elinara versucht, Nebelfeld zu erlernen. Schützt 5 Runden lang alle Pokémon, die den Boden berühren, vor Statusproblemen. Ach nee, brauchen wir nicht. Brauchen wir nicht. Bekannte Attacken behalten, bitte. Schwimmerin Becker wurde besiegt. Ich glaube, hier hinten ist jetzt auch gleich zu Ende, ne? Dann gehen wir doch mal wieder an den Strand hier. Und... oh, unser Ding sieht, dass das Sankabu schläft. Dann gehen wir jetzt mal da oben ins Hanohano Resort rein, würde ich sagen. Hier war noch ein Sticker. So, und dann gucken wir mal, was wir hier denn eigentlich tun sollten, weil der Pfeil ist ja definitiv hier. So. Einmal auf die Klingel drückt und schon bin ich der Page zur Stelle. Hierzulande begrüßen und verabschieden wir uns mit einem kräftigen Alola und wünschen unserem Gegenüber so den Segen der Sonne und des Mondes. Im warmen Klima von Alola fühlt sich nichts besser an als eine kühle Meeresbrise. Spürst du, wie sie dich umweht? Oh, Alola, ich bin hier geboren. Hier bin ich geboren, hier bin ich zu Hause. Willkommen, fühl auch du dich wie zu Hause.
Da bist du ja. Meine Güte, wie unhöflich von mir. Ich sollte mich zunächst vorstellen. Mein Name ist Fabian. Ich habe dir doch neulich versprochen, dass ich dir etwas Großartiges zeigen würde, nicht? Damit meinte ich das Ätherparadies. Das Ätherparadies ist eine künstliche Insel, errichtet inmitten des Meeres von Alola. Sie dient als Zufluchtsort für alle Pokémon, ein sicherer Hafen sozusagen. Ich möchte beweisen, dass ich ein Erwachsener bin, der sein Versprechen hält. Du wirst also mit zum Ätherparadies kommen, oder? Nee, jetzt nicht. Ich will mich eigentlich erst hier nur ein bisschen umgucken. Das habe ich mir schon gedacht. Kinder, nein, Jugendliche sind immer so wankelmütig. Ich will sagen, sie sind Freigeister, aber etwas anderes als ein Ja werde ich nicht akzeptieren. Okay. Deswegen, ich würde mich hier erstmal gerne noch umgucken. Ich weiß ja nicht, ob wir jetzt schon direkt aufbrechen würden. Aber hey, Mauzi. Out. Oh. Vielleicht klebt hier ja auch noch irgendwo ein Sticker rum oder irgendwie sowas. Deswegen, ich glaube, woanders können wir jetzt sowieso nicht hin. Wir müssen, glaube ich, mit ihm mitfahren. Oder mitkommen oder wie auch immer. Hier, kleines Carbox, los, schlag ordentlich zu. Carbox! Box? Ach, Krabox. Wie immer wirst du total nervös, wenn dich jemand beim Kämpfen beobachtet. Du, ist das... Ja, ist das denn die Möglichkeit? Das ist ja ein Z-Kraftring. Ich hätte da eine Bitte an dich. Kämpfe gegen mich und zeig meinem kleinen Krabox, wie stark eine Z-Attacke ist. Der Anblick von jemandem, der alles gibt, wird meinem Krabox bestimmt Mut machen, sodass es seine Schüchternheit überwinden kann. Ab! Alles klar, bist du bereit? Ja, von mir aus. So, dann legen wir sofort los. Bisschen random, aber okay. Tänzerin Ronda fordert dich heraus. Also sollen wir jetzt unsere Z-Attacke einsetzen, ja? Dann machen wir das doch mal. Attacke. Carbox wurde besiegt. Bin mir jetzt nicht sicher, ob das jetzt gegen seine Schüchternheit geholfen hat, aber... Carbox leuchtet förmlich vor lauter Kraft. Aha. Ja, das war fantastisch. Du hast förmlich geleuchtet vor lauter Kraft. Das siehst du doch auch so, oder Carbox? Carbox! Wow, was für eine beeindruckende Kampfpose. Weißt du, mein Krabox will immer in einem der Beste sein. Durch deine kraftvolle Attacke hat es neue Motivation gefunden, weiter an sich zu arbeiten. Das haben wir dir zu verdanken. Krabox-Box! Ja, ich hab's ja verstanden. Hier, das ist von Krabox, ein Zeichen seiner Dankbarkeit. Okay, dankeschön. Hyperheiler wurden in der Medizintasche verstaut. Wirklich, vielen Dank. Damit sind wir unserem Traum einen Schritt näher gekommen. Okay. So, was haben wir? Oh, ein Sticker. Yay. Hey, du da. Du siehst mir nach einem Trainer auf Reisen aus. Das warme Klima hier in Alola ist eine Wohltat für den Körper, nicht wahr? Ich bin übrigens ebenfalls auf Reisen. Von Beruf bin ich Liedermacherin. Doch ich musste mir und meinem süßen Vogel-Pokémon einfach mal eine Auszeit gönnen. Vielleicht inspiriert mich ja das süße Nichtstun hier im Resort zu neuen Melodien. Ich habe den Alltagstrott satt. Ich will gar nicht mehr zurück nach Hause. Was machst du denn auf einmal für ein Gesicht? Das war doch bloß ein Scherz. Doch, wo du schon mal hier bist, was hältst du von einem Kämpfchen gegen mein Vogel-Pokémon? Och ja, warum denn nicht? Veteranin, was? Alana. Hätte sie nicht eben einen Kramurks neben sich sitzen?
Also im Endeffekt soll mir das egal sein, aber wirkungslos, nicht effektiv, dann nehmen wir Schnabel. Passt schon. Au. So, Silvaro wartet auf deine Anweisung. Dann nehmen wir doch nochmal Schnabel. Yay, yeah, wir haben einen Warnruf ausgesendet, auf den Silvaro gehört hat. Das finde ich immer gut. So, nochmal Schnabel. Yay, yeah, wir haben schon wieder gewarnruftet. Ja, gut. Mein lieber Scholli, du bist wirklich stark. Damit hatte ich gar nicht gerechnet. Du bist wohl nicht einfach bloß ein x-beliebiger Trainer, was? Das siehst du also auch so, oder, Murksi? Kra! Hör mal, warum gibst du einem deiner Pokémon nicht dieses Metronom zum Tragen, um noch stärker zu werden? Du erhältst das Item Metronom. Metronom wurde in der Itemstasche verstaut. Danke für den unterhaltsamen Kampf. Es wird mir als tolle Urlaubserinnerung im Gedächtnis bleiben. Okay. Aber sonst scheinen hier auch keine Sticker oder sowas mehr rumzuhängen. Ich weiß gar nicht, ob man gegen alle Leute hier noch kämpfen kann. Hm.